So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Warhammer 3 mit den Hochelfen bzw. mit Ivres. Weiter geht das Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Und wenn ihr es auf dem Let's Play-Channel guckt, lasst ein Like da, dann habt ihr es sicher nicht vergessen. So, ich muss kurz das Mikrofon hier richten. So, ist gut. Also, wir sind hier stehen geblieben, dass Bellacor hier rumeiert. Und ich habe in der letzten Folge noch gesagt, wir greifen den an, den bösen Buben. Und genau das machen wir. Der gute Riddick und Roy, ihr zwei greift jetzt hier Bellacor an. Let's go. Und wir suchen Bellacor gefangen zu nehmen. Okay, das kommt mal zu denen hier. Also was hat er hier drinnen? Das kann man einfach wegmachen, das auch. Das ist ein Problem. Die sind auch einfach. Kein Problem, kein Problem. Die müssen schnell weg. Der Todbringer ist aber ein Problem. Okay. Hatte der nicht auf Artillerie? Macht der nicht Fischer? Gut gegen Artilleriewaffen. Uranons Donnerkeil. Ich habe eine Idee. Wir können mit Roy, der hat nämlich diese Zauber, diese Blitzzauber. Ah ja, warte, ich wollte doch in der letzten Folge, ich hatte noch mit dem Gedanken gespielt, eine dritte Armee aufzubauen. Bevor wir Bellacor verhören, falls wir es schaffen, ihn zu catchen, müssen wir noch eine Armee aufbauen. Ich wollte noch einen Ritus starten. Den habe ich vergessen. Nein, ich habe mich bewusst jetzt gegen den Ritus entschieden, weil ich das Geld sparen wollte. Aber ja, ich hätte noch einen Ritus, den ich hätte starten können. Das ist richtig. Oh, herrlich. Wir haben so viele Helmwachen in dieser Armee. Ja, das ist alles offene Fläche. Er wird irgendwo hier sein. Du hast den, ne? Und Riddick hat da nix. Dann haben wir hier noch die Bogenschützen, die machen wir mal in die drei dahinter. Ihr seid alle versteckt hier, oder? Ja. Die Idee ist folgende. Ich lasse Roy hier ein bisschen weiter vorne. Ich glaube nicht, dass Bellacor schnell genug ist. Na ja, gut, 101, er ist schon ordentlich schnell. Versuch's trotzdem. Das Ding hier, das zerschießt mir die Infanterie wie, also das Ding ist insane. Deswegen stellen wir alle hier hinten hin im Wald. Aber ich stelle sie ein bisschen weiter vorne hin, dass sie theoretisch rausrennen können. So, Riddick, du wirst es noch nicht viel machen. Okay, ey, wir versuchen es einfach. Die kommen ja super weit mit dem Zauber. Bei allen anderen nicht so. Klappt das? Nicht so wie gehofft. Der ist einfach ein bisschen gefahren, der Sack, ne? Oh ja, das da, guck, genau so, okay. Jetzt einfach nochmal. Ein bisschen weiter vorne, dass wenn er fährt, dass wir ihn trotzdem noch treffen. Komm. Yes, baby, okay, der war sauber. Schaffen wir das noch? Nein. Okay. Renn. Aber Zauber vorher bitte noch. Jetzt renn.
Oh Gott, Bellacore, schnell. Komm, der Zauber muss, der Zauber muss. Mach ihn kaputt. Nice. Okay. Wir rennen. Warte, ich kann ich ihn nicht verschwinden? Kann ich ihn nicht verschwinden lassen mit dem Zauber hier? Ja, jetzt ist sie. Oh Gott, Roy, renn! Okay, wir halten Bellacore fest. Er hat sich jetzt, hat er sich verkalkuliert. Come on, Jungs. Nein, er verarscht mich jetzt. Killt ihn. Nein, das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Och, wieder so bitter. Okay, wir haben Bellacore nicht gefangen genommen. Das ist ganz mies. Ich hatte so sehr gehofft, dass wir ihn kriegen. Da ist drum. Das ist nun mal halt die Realität. Damit muss ich halt leben. Fehler wurden gemacht. Ja, wir entfernen von dem hier noch schnell den Schild. Boah, das ärgert mich jetzt wieder, ne? Jetzt zerfleischen wir das Korn. Wenn die nah genug sind, hauen wir hier Dings drauf. Kriegen wir die noch? Die Lions rennen noch rein, das ist gut. Okay, die kriegen wir noch down. Wir könnten hier nochmal drauf zaubern, dann bewesen die vielleicht. Chaoskrieger sind aber ein Problem natürlich. Aber die kriegen gerade Schiss. Okay, das war's. Oh nee, wir haben Bellacore nicht gekriegt. Das war so die Chance, ihn zu snacken. Bellacore kommt wieder, da muss man sich leider keine Sorgen machen. Ja, ach nö. Ja, aber das war so eine gute Chance, Mann, und ich hab sie vergeigt. Na, ich wollte Roy halt retten. Ich wollte nicht, dass er den da mit 2-3 Schlägen wegmacht. Weiß ja nicht, wie stark er aktuell ist. Naja, gut, wir sehen so, Roy lebt. Das war das Ziel eigentlich. Dass Roy das Ding überlebt. Hey, wir können sogar mit einem Gewaltmarsch zurück, aber dann kann ich nicht rekrutieren.
Okay, wir gehen hier rein und rekrutieren hier. Nicht traurig, ich find's lieb, wie ihr mich hier. Es wird alles gut, Nexus. Es wird alles gut. Nicht traurig. Bellocard kommt wieder. Kannst ihn später noch in den Knast schmeißen. Ja, da kannst du ihn dann verhören und foltern und so. Natürlich. Geht auch später. Gar kein Problem. Absolut kein Problem. Knisternde Macht für Roy. Sehr schön. So, Riddick hat direkt 2 Level gemacht. Das ist super. Riddick, du kriegst Feuerball und flammendes Schwert der Ruin. Des Ruin, weil damit stärkst du nämlich auch Bogeneinheiten. Grundlegender Geschossschaden plus 25%. Super. Ja, er kommt wieder. Und mir ist jetzt lieb. Gut. Ich kriege einen Bellacor auch später noch. Egal. Egal, egal. So. Ich habe mir tatsächlich überlegt, Galbaras doch nochmal jemanden zu rekrutieren. Und dann nehme ich aber dieses Mal einen Kommandanten von YouTube tatsächlich. Weil die letzten 2 waren von Twitch. Was haben wir hier für Fähigkeiten? Topfit, brennbar, widerständig. Oh ja, das ist das mit dem Arm, mit dem Dings. Blitz. Was ist Blitzableiter? Zielreichweite plus 25% für Zaubersprüche. Verbesserter Zauber. Uranons Donnerkeil. Das wäre aber auch nicht übel, ne? Aber widerständig finde ich besser. Haben wir noch einen anderen, der widerständig ist? Wehrhaft. Was ist wehrhaft? Oh, das ist aber auch cool. Das ist der Effekt. Und auch der Effekt. Das ist auch nicht schlecht. Hatten Metallmagier nicht auch noch... Ja, das wäre auch nicht schlecht. Eine Barriere. 600 zusätzliche. Einbeinig. Verwalte Explosiv. Was ist Explosiv? Flammenattacken. Topfit. Topfit. Dämpfer ist. Der Blitzableiter. Hä, das macht doch gar keinen Sinn. Der zählt doch nur für Uranos. Uranons Donnerkeil. Außer er kann den zusätzlich noch wirken. Kann der den zusätzlich einfach noch wirken? Na, weiß ich nicht. Nervös, alles Negative. Wehrhaft. Nein. Hier hatten wir auch keine, ne? Also wir haben echt nur... Wo war er? Hier? Widerständig, ja. Nahkampfelber plus 3, Zauberresistenz und Geschossresistenz für Infanterie. Ja, den nehmen wir, komm. Master of High Magic. Ehrlicherweise wüsste ich nicht, wie man Bellacor foltern sollte. Man verspricht ihm ganz viel Power und dann gibt man sie ihm einfach nicht. Man hält sie ihm vor die Nase und sagt, hier, da ist ganz viel Macht, da ist ganz viel Macht. Und dann sagt er, die will ich haben. Und dann nimmst du sie einfach weg. So folterst du ihn. Glaube ich zumindest, dass es so funktioniert. So, also. Wer trägt diesen Namen von YouTube? Das ist Artus König. Artus. Mein guter Artus. Artus König. Weiß jetzt nicht, ob ein O sein sollte. Ich werde dich Artus nennen. Artus, du bist hier mit am Start. Wunderbar. Kurz gucken, dass du da drin bleibst. Ich hoffe, du stirbst nicht. Wir rekrutieren mal 2 davon. Und ein Hundi. Weil ich habe nämlich das Problem... Leon, dankeschön für den Prime. Danke für 73 Monate. Gab es keine Einblendung? Wahrscheinlich schon. Ich habe sie gerade verpasst. Ich will hier ein bisschen stärken, dass die Skaven, die da in der letzten Zeit das Ganze geholt haben, das nicht kriegen. Das bauen wir jetzt aus, wenn die hier ein bisschen Stärkung reinmachen. Gab eine Einblendung? Okay, danke euch. Super. Ja, wir werden hier die 5 Runden warten. Scheiße. Wir haben Bellacor nicht gefangen genommen, Mann, wie mich das ärgert. Ah ja, stimmt, ich wollte mit dem noch was ausprobieren. Greif mal klar einen Moos an für mich. 2625, ist gut.
Wir schließen mit dem einen Nichtangriffspakt und dafür möchte ich, dass er Clan Moors angreift. Yes. Er wird jetzt als Pufferzone ein bisschen dauern. Das ist jetzt ein dreckiger Deal, okay? Das ist jetzt ein dreckiger Deal mit den Vampiren. Die werden das werden die nicht überleben, das packen die nicht. Aber wir haben hier jemanden, der ein bisschen Puffer ist. Weil ich glaube, dass die Skaven nicht nur hier unten sind jetzt, sondern auch hier. Ich glaube, die sind hier so durch. Ja, aber das ist der Weg. Rebels! Ready! Defeat chosen of Sigmar. Ich würde mit ihm schon gerne ein Bündnis schließen, wenn ich ehrlich bin. Ich befürchte aber, dass Camry ihn kaputt macht. Die Gruftis werden das, glaube ich, gewinnen. So, wir könnten noch einen Außenposten irgendwo machen, aber ich muss ehrlich sagen, ich will das Geld eigentlich sparen. Die Menschen sind hier noch ein bisschen beunruhigend. So, okay, das heißt, wir haben jetzt drei Armeen. Jetzt rinnt mir dann aber das Geld wieder durch die Finger, kann ich jetzt schon sagen. Okay, die Skaven sind bereits hier, mein Gott. Okay, wir werden schnell kämpfen, weil ich die Flammenwerfer-Leute schön schnell rausmachen will. Willst du nicht mit einer Armee angreifen? Also wir hatten jetzt gerade vorhin mit Bellacor gekillt und die eine Stadt von den Orks, die hatten wir eingenommen noch in der letzten Folge. Der hatte kein Movement mehr, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ansonsten habe ich jetzt halt eine Runde vertrödelt. Without fail. Spearman, acknowledge. Ich will die hier weg haben, die Warp-Flammenwerfer. As you say, Spearmen! We away! Hassor, forward! Weapons ready! Den wirken wir noch schnell den Zauber. Gut, kriegen wir ihn eh nicht. Ja. Komm. So viele wie es geht. Komm schon. Ja, die haben wir. Die sind dead. Wir können noch versuchen, die hier zu machen. Werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber schwächen können wir sie noch. Okay, aber ein Warpflammenwerfer, Trupp haben wir tot. Das ist gut. Gott, die Skaven überrennen uns hier unten, ne? Ich ärgere mich immer noch, dass ich Bellacor nicht erwischt habe. Es ist... Gott. Fast so schlimm wie der Kampf, der mir gegen Skarbrand verwehrt wurde. Aber gut. Okay. Ist in Ordnung. Bellacor kommt wieder. Skarbrand wahrscheinlich nicht, aber Bellacor kommt wieder. So, den Flammenwerfer haben wir weg. Ja, das ist jetzt eine heftige finanzielle Einbuße. Wir brauchen jetzt. I will not rest. Mann! Ich wollte doch als nächstes hier hoch und mir hier ein bisschen was snacken und jetzt kommt er von der anderen Seite. Och, nö. Grün heute. Widerwärtig. Mühsam. Na gut, die hassen mich eh alle. Wir haben, glaube ich, minus 80
Diplomatie. Gegen die da? Nee. Vielleicht ist es ein Nein. Ach, come on. Okay. Der ist wahrscheinlich noch sauer, weil ich den anderen Tiermenschen getötet habe. Ein bisschen Schiss, dass der mir jetzt einen Hinterhalt gelegt hat. Der hat mir irgendwo hat er mir einen Hinterhalt gelegt. Safe. Ja, okay. Master of High Magic. Foolish thing, no! Not enough water! Ist ein bisschen zu spät, huh? Prince Elthal. Pal the Green. Stop pushing it. Wo ist er hin eigentlich? Vielleicht erkenne ich das, ja. Nein, er ist komplett untergetaucht. Ich würde halt eigentlich gerne hier hin rennen, um die Platz zu machen. My life for Tor Ivres. Aus irgendeinem Grund kriege ich die nicht richtig rekrutiert. Seht ihr das? Ich habe die in der letzten Runde noch angegeben gehabt, aber irgendwie rekrutierte die nicht. Irgendetwas buggt hier. Das hatte er schon mal in ein paar Folgen vorher. Ich weiß nicht, warum er das nicht macht. Okay, wir gehen hier rein. Darf ich ihn nicht alleine an. Bin ja nicht irre. Obwohl, vielleicht wäre es sogar machbar. Also, wir riskieren es, auch wenn der Tiermensch irgendwo stehen könnte. Ah, der ist weit weg. Der ist weit weg. So. Wir kämpfen es natürlich selber. Ich dachte, dass du Bellacon nicht gekriegt hast, ja. Wahrscheinlich genau daran. Also, was lernen wir daraus? Erst wenn sie fliehen, nehmen wir sie gefangen. Wir brauchen die Versorgungspunkte. So. Wir schicken alles ein bisschen hier nach vorne, logischerweise. Ich habe mir noch überlegt, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn wir Etarion noch ein paar Zauber geben. Weil Zap, ne, unser guter Zap, der ist leider ja nicht in der Lage, da fette Zauber zu lernen, sondern der ist für die Heilung zuständig. Aber so ein bisschen Zerstörung, destruktive Zauber in großem Stil wären hier schon gut, würde ich meinen. Weil aktuell haben wir immer nur den hier. Der hält sich jetzt echt in Grenzen, ne? Er kostet halt nur zwei. Der Zauber kostet nur zwei. Echt nix. Okay. As you say, Asur, advance. Wir machen wieder Löcher. Could I be praised?
Assur, advance! Assur, forward! Following orders! Penance! Eagle Claw! Wo sind die Trolle? Hier. Archers! For duty! Kommunaler Wachmodus. Als allererstes die Trolle weg. It will be done! It will be done! Ancestors! Archers! As you say! Without fail! For Ulquan! Kill them! Archers! Setting forth! Ein bisschen schräg stellen hier. Warden of Ulquan! They die! Archers, as you say! Loremaster of Hoenn! Na, Loremaster, gehen wir da rüber. Serve the king! To the fray! Without fail! Das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig. Command me! Forward! It will be done! Der will wieder kommen. Loremaster of Hoenn! Nein. Loyal! It shall be done! Without fail! For the king! Archers! It shall be done! We will obey! Assa, attack! In Moranians' name! Da kommen sie wieder. Loremaster of Hoenn! Jetzt wir warten noch. Avenge the fallen! Einmal schnell einen Zauber hier drauf, bitte. Sehr schön ausgebremst. Das ist nicht so gut. Weiß nicht, ob das reicht. Wir heilen dann nochmal rein. Die da leiden schon ziemlich. Geht nochmal auf die, bitte. Könnt ihr nicht von der Seite reinzaubern? Ja, das war zu schnell. Oh, 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 oh! Fuck. Death to all! Slay them! Assyrian, guide me! Und das ist zum Glück ein Held. Dann nehmen wir halt den Helden gefangen, wenn wir den Kommandanten aus Versehen zu schnell getötet haben. Clever von mir mal wieder. Was läuft? Was ist denn los mit mir? Ich kann keine Leute gefangen nehmen. Das mit den Skaven ist ein Problem, dass sie schon so schnell sind. Ich konnte Artus gar nicht richtig Einheiten geben. Ich weigere mich unterbewusst, dass ich gegen Volle. Wie verhören sie nur? Wir fragen sie ganz lieb, Dinger und so. So. Für Herr Grünhäuter. Relent and all this Prince can end. Eltharion. Ja, okay. Wir gehen jetzt hier auf Schild von Zepri. Weil jedes Mal, wenn ich zaubere, kriegen alle Schadensresistenz 10%. Und dann, wenn ich mich nicht täusche, der kostet mich ja nur 2 Zauber. Wenn ich den auf 2 verbessere, kostet mich der nur 1. Ich kann also die ganze Zeit den casten und meine gesamte Gruppe 10% weniger anfällig machen. Ich würde sagen, das machen wir. Die Grauen der Schattenkrieger. Master of Heim. Wir könnten Pyrosieg machen.
another time, villain. Ließe sich das noch irgendwie verstärken? Nein. Ich glaube nämlich, dass er hier... Er wartet auf ihn. Er belagert das und wartet. Und wenn wir zu lange warten, haben wir zwei Armeen. Das packen wir niemals. Das ist zu viel. Ich überlege gerade, während es nicht hier am... By the Helden, valiant lord. Ah, du kämpfst jetzt auch gegen die. The lady grants you safe passage in these lands. I suppose so. Ah, ein Schutzbündnis mit ihm. Aber der ist voll unterwegs gerade, ne? Orders. Das ist nicht gut, er droht gerade in meine Gebiete einzudringen hier. Auf der anderen Seite, wenn er hier mit einer Armee kommt, hier sind die auch Skaven drin, ne? Valiant lord. Schwierig. Defender of the Phoenix Throne. The Asur bid you welcome. How can we be of assistance? High Elven Archmage. Ja, ich würde sagen, wir versuchen's. Wir haben eine gute Karte. Artus, wir haben eine gute Karte. Wir haben guten Zauber. Sie haben nicht viel Starkes. Das Stärkste, was sie haben, ist das hier. Wenn wir uns hier irgendwie positionieren, können wir sie hier abfangen. Den Pass kriegen wir wahrscheinlich nicht. Da haben wir keine Chance. Ich halte es für möglich. Ja, der ist schon voll ready. Oh, das ist sogar ein Hügel hier? Ja, okay. Nee, das schaffen wir. Mit dem Hügel zusammen. Damit hat sich das Thema eigentlich beendet. So, ich zeige noch schnell die Seegarde von Lottern. Die habe ich nämlich nie gezeigt. Die Seegarde von Lottern sind sehr interessant. Kann man mit allen Hochelfen spielen. Denn sie haben einen Speer dabei und ein Schild plus Bogen. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, auf Distanz zu kämpfen und Nahkampf, und sie sind für beides recht gut geeignet. Dann haben wir die Löwen, die Kriegslöwen geholt. Ah, die sind aber schön, die sind schön ausgearbeitet. Nice, die sind sehr schnell. Sind aber tatsächlich auch gegen Infanterie und haben einen Fluch. Okay, das ist spannend. Kann ich die hier ein bisschen hinten aufstellen, dass man sie nicht kommen sieht? Das geht. So, dann haben wir natürlich Artus, der ein bisschen weiter vorne stehen wird. Ja, ganz so weit kommen wir leider nicht, natürlich. Spearmen, serve the king! Asur, move! March! Asur, move! Setting for! Hatte gehofft, weit genug nach vorne zu können. Oh shit! Also daran habe ich nicht mehr gedacht. The wind blows through me. By your command. Disciple of poet. Without fail. True. Shall be done. Asur, advance.
Lothen Seaguard! Asa, attack! Ich will mal kurz gucken, ob wir den wegkriegen. Oh ja, oh ja. Assur, Archmage! Archers! Urifer! It shall be done. Setting forth. For all clan. Archers, without fail. Loyal to the fray. Hail them. The most potent spells. A prudent position. Dass die da fliehen, ist aber nicht gut. It is fated. Hoef guides me. Destiny sends me. It is my goal. Acknowledged. For duty. Master of sorcery. Northern Seaguard. Boah, der Zauber wieder. Mage ready. We will obey. Onward. Spear. Nein. Ist doch nicht. Northern Seaguard. For duty. A pace. Sieht gut aus. Das Momentum ist auf unserer Seite gleich. Haben wir Nahkampfangriff und Abwehr? Es sind Infanterieabwehr. Leute. Das einzige. Battle calls! Urifer! Ah, nicht auf die Seegarde. Spearman! Dieser verdammte Zauberer auf der anderen Seite. We will obey. Go, 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 go! Also ihr bleibt da drauf. Ihr Magier will ich noch killen. Ah, die hören gar nicht auf zu kämpfen hier. Magier kriegen wir nicht, glaube ich. Ist der gepanzert? Ja. Forward! Archers! Quickly now! As you say! So, wir folgen dir noch, Arthur, sehr gut gemacht. The most potent spells. Kriegen wir, wo sind eigentlich die Wichtigen? Haben wir die Wichtigen alle tot? Ich glaube schon. Den Magier vielleicht auch killen sollen. Ja, den anderen.
So, puh, okay. War eigentlich doch eine knappe Schlacht. Also, es ist eine Zeit lang sah es so aus, als ob es zugunsten von ihnen geht. Ich bin froh, dass wir die Löwen mitgenommen haben. Alter, die haben da 326 gegessen. Getötet, zerrissen, vernichtet. Ah, Wahnsinn. So. Wir haben einen von den Skaven gefangen. Diplomatische Beziehung mit den Skaven. Vierherrschaft im Kampf gegen Skaven. Passive Fähigkeit, Nachahmung, Fersengeld. Kriegen 10% mehr Geschwindigkeit, wenn ihr wollen. Witzig. Okay. Wir richten den hier hin. Den Ork. The same fate awaits their masters. Infused by Hoeth's wisdom, I wield the winds. Wir holen den Donnerknall noch. Donnerkeil. Ich versuche doch nochmal zwei zu rekrutieren. Wir nehmen die auch noch schnell mit. Nice. Sehr sneaky unterwegs. Prince Elthar. Er wird mich wahrscheinlich hier angreifen. Er wird wahrscheinlich nichts versuchen. Not enough Warpstone! Foolish thing! No! Hoeth's disciple. Against council orders. Asmodi, dankeschön für den Stufe 1, Abmann. Danke für 7 Monate. Dankeschön, dankeschön. Purest sorcery. Think me fool. High elven archmage. I see the winds. Gifted advisor. Wir gehen drauf. Knapper Sieg, sagt er mir, ja. Können wir jetzt Auto machen, mache ich aber nicht. Also, der Wichtigste, der weg muss, ist der Magier. Schnell ein Fenster aufmachen für ein bisschen frische Luft hier drin. Ich brauche Sauerstoff, um zu denken. Heralds of the Wind. The most potent spells. Battle call. For Asurion. Setting forth. Apace. Serve the king. To the mehr in Bewegung bleiben hier. In Bewegung bleiben. Nein, das müsst ihr nicht kämpfen. Das ist nicht wichtig. Die werden nämlich irgendwann so oder so verwesen. Okay.
Yes. I am sent. Good. Carried by the wind. Advance. Orders received. Apace. Okay, die sind da gespawnt. Kann jetzt aber nichts abfangen. Arthur immer schnell rausnehmen. The Grey! Azor, advance! Understood! Forward! Move! The Grey! Wild rats! Carried by the winds! Weg, bevor der Zauber runterballert. Seine eigene getroffen, sehr gut. Das ist gut für uns. Weaver of the wind. Heralds of the wind. Enemy mages. Archmage repositioning. The Grey. True magic is mine. Weiter hier. Immer schön in Bewegung bleiben. Ihr Kommandant ist gerade gestorben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie damit umgehen, moralisch. Bewegt euch, bevor der Zauber runterknallt. So. Drehen hier gleich ab, weil die sind nicht so ein großes Problem. Gut zusammengespielt. Assur, Archmage. Master of Sorcery. Do we have a queen? Unleash Havoc! So. Mage ready. Damit sind sie weg, die Skaven, würde ich meinen. Nice. Das ist das zweite Mal, wo sie fliehen. Das heißt, das können sie nicht nochmal, müssen wir nichts mehr verfolgen, ist alles tot. Okay. Die haben mal wieder 59 erlegt. Das ist halt so, wir reden hier bei den Skaven von Schleuderern, auch Skaven-Sklaven, hauptsächlich. Das heißt, die Armee ist weg. Wir können zurück, können nochmal zwei ausbilden und die Bedrohung ist mal erlegt. Die wären gefährlich geworden, wenn die andere Armee noch dazugestoßen wäre. Das heißt, Arthus erweist uns hier einen guten Dienst, weil die Armee ist jetzt dead. Das ist wichtig. So, wir nehmen die Kohle. Wir haben den anderen Skaven noch gefangen genommen. Silence is futile. Wenn wir hinrichten. Richten sie beide hin. Brauchst sie nicht mehr. So. Wir flitzen zurück. I wield the winds. Wir machen mal inspirierende Gegenwart, dass wenigstens die Einheit ein bisschen
profitieren. Unfathomable knowledge. Okay. Wichtige Kämpfe. Jetzt bin ich gespannt, ob die Armee da noch drin ist und ihn platt macht. Ich finde es nicht so gut, dass er jetzt hier das holen geht. Da habe ich nicht so Freude dran. Das soll eigentlich alles mein sein. Aber... ja, schwierig. Okay. Hier bin ich gespannt, was der gleich treibt. Mit der Armee wäre ich... ich wäre eigentlich gerne hochgegangen, aber irgendwie... kriege ich die einen Einheiten nicht rekrutiert, ne? Irgendwie registriert das Spiel, glaube ich, nicht, dass die tot sind. Die Orks haben mich nicht angegriffen. Die Orks haben mich nicht angegriffen. Prinz Eltharion. On your feet. Okay. Do not. Wir machen dann Hinterhalt. Weiter komme ich ja leider nicht. Also, Sub, dich wollte ich noch zu einem starken Kämpfer machen. High Elven Archmage. High Mage. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, was ich hier nehmen soll. Er weiß immer noch nicht, was ich nehmen soll. Schauen wir mal hier den Kettenblitz. High Elven Archmage. Sind die Skaven zu mir hier jetzt schon gekommen? Nein. Er ist aber zurückgesegelt. Ich weiß aber nicht, wo die Skaven-Armee ist, die da ist. Es ist ja irgendwo eine noch. Wenn wir ihn tot hätten, wäre das in der nächsten Runde fertig und das könnte sich selber verteidigen. Besonders gegen das hier. Dann könnten wir hier vorne weiter. High Elven Archmage. Pure magic. You tempt my wrath. Könnten auch den Verschleiß davon erhöhen. Feindliche Führerschaft minus 8. Bin ich bereit, das zu zahlen für eine Schlacht? Eher nicht so. Wir könnten die Einheitenerfahrung steigern von den Mages. Wie kostet mich das? 2000 hält 5 Runden. Wir haben 3 eigentlich, ne? Artus, Roy und Riddick. Oh, Dilemma, mächtiger magischer Gegenstand. Das müsste ich eigentlich so häufig. Wir machen das mal schnell. Auch wenn wir die zwei gerade nichts bringen, aber wir machen es trotzdem mal. Weil ich ein Dilemma kriege, wo wir einen Gegenstand kriegen und das sind 1500 schon wert. Euch stehen 4 mächtige magische Gegenstände zur Verfügung. Welchen wählt ihr? Unterhalt für alle Einheiten, Armee des Kommandanten. Ruhe der Versorgung, Verschleiß, minus 40% Verlust durch jeglichen Verschleiß. Geschwindigkeit, Nahkampf, AW, Geschossresistenz. Passive Fähigkeit, Diamantenwächter Phönix. Rettungszauber, 10% physische Resistenz in dem Gebiet, auch nicht übel. Vergoldetes Horn von Galon Konok. Wir würden ja heute den kriegen, aber ich muss ehrlich sagen, 10% weniger Unterhalt ist schon ziemlich sweet. Wir machen Truhe der Versorgung, weil es uns auch einfach finanziell gut tut.
Jetzt ist nur die Frage, welche Armee kostet mich am meisten, hä? Die kostet mich 3063. Die kostet mich 3397. Aber du hast ja schon Widerstandstrank. Ja, er kriegt die Truhe der Versorgung. Damit fährt er, glaube ich, gut. So, Arthus, du kriegst dann den Trank, würde ich meinen. Einen Barden noch. Ich glaube, einen Barden haben eh alle Armeen hier. Ja. Master of Magic. Tja, dann greifen wir ihn an, oder? Ich hätte gerne noch jemanden gefangen genommen. Kann ich noch... Ah, warte mal, schnell. Das sind ja alles... Das sind... Okay, ich habe noch eine Idee, bevor wir angreifen. Danach habe ich gesucht. So, wir können hier noch die Halle von, ich muss das mal schnell so machen, Halle von Eldrazor, ne, haben wir schon 5, Nahkampfangriff, Nebelwand etc. Wir machen das noch stärker auf 10. Ivres depends upon you. Auf 10, das ist gut. Alright, dankeschön für 51 Monate, Mann. Dankeschön für den Support. Dann holen wir den jetzt. I am their end. Er glaubt nämlich, dass er das schafft. Automatisch habe, dann kann ich ihn nicht gefangen nehmen. Kämpfen's, let's go. King Leon Coeur begrüßt die Verteidiger Ultuans. Hey, hallo. Sword Knight, hallo. Ja, Leon Coeur wird uns hoffentlich irgendwann auch noch von Diensten sein. Ich habe die diplomatischen Beziehungen zu ihm schon verbessert. Aber wir haben noch keinen Pakt, keinen Nichtangriffspakt, kein Handelsabkommen. Muss vielleicht noch mal ein bisschen Einfluss nehmen. Okay. It shall be done. For duty. Ärgert mich, dass es die einfach nicht rekrutiert, die zweite Truppe, ne? Das ist wirklich doof. Ulfwan Mage. Ja, das erwischt die alle hier, ne? Das ist gut. Hey, die blinken jetzt neu, wenn er sie... Oh, so erwischt er alle drei. Okay. Das ist gut zu wissen. So, dann kann ich die ja theoretisch ein bisschen näher zusammenstellen. Weapons ready. Azar, advance. Understood. Move. Ja, wir müssen den Hügel hochschießen, ne? Azar, move. Suboptimal. We will obey. Forward. Ich stelle hier mal schnell die Truppen ein bisschen um. Moving out. Onward. Asurian sends me. It shall be done. Death to all. Death to all. It shall be done. It shall be done. High mage. Wir geben denen mal Feuer. Wir zaubern da mal den Kettenblitz rein. Mage.
Aswan Mage. We will obey. Asir Mage. For duty. Ja, das war schlecht, dass die jetzt da durchkommen. Zudem habe ich die Raustrolle vergessen. Ulfwan Mage. I go then. No, oh, oh. Without fail. Unlucky. Seal! It will be done. Acknowledge. It will be done. Kill them! Understood. Orders received. Und die Zerfleischer da mal bitte wegmachen. Asur Archmage. Wie viel brauchen wir noch für den verdammten Kometen? Zu viel. Ready. Feuer können wir nicht nochmal draufdrücken. Ich kann aber hier hinten nochmal einen Blitz, Kettenblitz machen. Will ja nicht zu nah machen, weil der wirbelt einfach irgendwie rum, wie er gerade denkt, das ist gut. Stopp und Zauber drauf und weiter geht's. Machen wir aber jetzt einfach immer so. Ganz kurz Stopp klicken, Zauber drauf schmeißen, weiter casten. Ansonsten kratzen wir die nämlich jedes Mal falsch ab. Okay. Sehr schön. Also, Riddick, Roy, mal wieder sauber, sehr schön. Jetzt werden wir gleich sehen, was wir mit Gefangenen von der Schattenlegion machen können. Weil das hätte mich jetzt bei Bellacor echt interessiert. Die kratzen falsch ab, kann man das richtig abkratzen? Ja, falsch abkratzen ist, wenn du nach dem Abkratzen tot auf dem Boden liegst und nichts passiert. Richtig abkratzen ist, wenn sie sterben und nachher bei mir im Gefängnis sind. Das ist der große Unterschied. Er ist jetzt richtig abgekratzt, weil wir haben ihn danach gefangen genommen. Das ist der Unterschied, so funktioniert das. Siehst du? Der ist jetzt hier bei mir im Knast. So, was gibt er für einen Boni? Verhör, Chaoskrieger, Fähigkeiten, Rüstung 45, Nahkampfabwehr 10, Nahkampfangriff 8, Geschwindigkeit 60. Für 60 Sekunden ist das eins? Sind das einzelne Zauber? Relent. Oh, das würde ich aber jetzt gerne wissen. So, Abkühlzeit von den Flammen. Dafür bist du da, Ready? Nee, warte schnell. Du bist zuerst zum Auskundschafter, Entschuldigung. Archmage. Sheesh. Okay. Magic in purest form. Your demise is certain. For the vortex. Do not displease me. They will. Ich will das schnell ausprobieren. Sorry, ich will wissen, ob die Fähigkeit für jeden Einzelnen ist. Oder ob das eine Fähigkeit für alle ist. Das ist für jeden Einzelnen. Jeder Einzelne kriegt 45 Rüstung, 10 Nahkampfabwehr und 8 Nahkampfangriff. Für die Dauer von 60 Sekunden.
Das ist unglaublich viel. Sie haben leider keinen, den wir gefangen nehmen können, deswegen. Schade. Ja, jeder einzeln. Ja, Moinsen. Ja, Moinsen. Mach die mal schwach. Mach du die mal stark. Archers! Loyal! Loyal! It will be done! For Ulthua! Our magic is strong! Okay. Die Verstärkung ist noch nicht mal mit dazugekommen. Die fliehen jetzt ein zweites Mal, damit war es das für die. Gut ist. Die Glaubensträger von Athel Tamara. Wir versuchen es nochmal, sie zu rekrutieren. Wir könnten, theoretisch müssen wir eigentlich zwei rekrutieren können. Gegen einen Grund geht das ja nicht. Ich überlege mir gerade, ob es vielleicht sinnvoll wäre, den hinzurichten und die Kapazität von denen zu erhöhen. Vielleicht behebt das den Bug. Wir nehmen nochmal die Kohle. Wrath of the Heavens! Not a chance. High Elden Archmage. Ah, der könnte an Land gehen sogar. I bring Azurian's fire. Magiereserven 5. Und Feuer und Flamme. Dass alle geschwächt werden gegen Feuer von den Feinden. Und die, die schießen, machen dann Feuerschaden. Das ist sehr gut. Master of Magic. Wenn wir ihn aber behalten, dann könnten wir einfach gegen die kämpfen, falls sie uns angreifen. Wenn wir ihn hinrichten, könnten wir das aber erweitern. Okay. Wir, zwei Runden? Ach so! Kann es sein, dass ich jedes Mal abgebrochen habe, weil die nochmal wegrennen mussten und ich aus Versehen nicht gesehen habe, dass das zwei Runden sind? Wahrscheinlich, ne? Sehr wahrscheinlich. Wir machen mal zwei Speerkämpfer, zwei standardmäßige. Ja, war's das? Okay, danke euch, Chat. Dann ist es einfach immer mein Bock gewesen. Lulul. Also wir machen hier auch eine Standardarmee. Und hier warten wir mal. Das haben wir ausgebaut. Da gehen wir auf Ressourcen, das und Geld. Hier nehme ich gerade wenig Bedrohung. Obwohl er wird irgendwann kommen, ne? Dreizehn werden nicht reichen hier drin. Wir bauen mal Def. Ich finde Def hier eigentlich ganz vernünftig, weil ich weiß nicht, wo er hier anlanden könnte. Ich weiß auch nicht, ob der mir irgendwann noch den Krieg erklärt. Ich weiß auch nicht, ob die Piraten irgendwann noch kommen oder die escapen. Müssen die Seite einfach mal gedeckt haben. Wir bauen das mal für 2000. Was, wo haben wir noch eine?
Aha, hier, ja. Ich habe meine Zweifel, dass wir das überleben werden hier. Naja, wenn die schnell genug sind. Wir investieren einfach mal in gut Glück, ne? Sind das Abtrünnige dieser Armee, die in deinem Land rumlaufen? Sind abtrünnige Hochelfen, ja. Ja, war nur eine Frage der Zeit, bis er das tut, der gute Nkari. Aber wir haben ja schon ein kleines Verteidigungsbündnis hier. Ich sehe gerade, dass Avalon die Dunkelelfen gekillt hat. Es ist unser Moment, dass Roy und Riddick da jetzt hochreiten. Und wir den Abschnitt der Insel holen. Wir kriegen den Donut langsam in den Griff. Ultuan ist langsam vollständig, ja. Jetzt ist die Frage, renne ich zurück oder versuchen wir es? Wenn wir zurückrennen, brechen wir die zwei Speerträger ab und wir könnten nicht sofort angreifen. Wir werden es in der nächsten Runde herausfinden. In der nächsten Folge meine ich. Wenn ihr so am Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Ist mal wieder Cliffhanger Gaming am Start. Ihr wisst Bescheid. Ein bisschen Spannung für die nächste Folge. In der nächsten Folge werden wir schauen, ob wir das hinkriegen. Es sieht ganz gut aus eigentlich. Das sind alles keine Schildträger. Nur die hier. Schuko, danke schön für 36 Monate. Danke für den Stufe 1. Gut. Also, das Ende der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bin gespannt auf die Schlacht. Bis dann.